Hausbesitzer wissen, was es heißt, ein Gebäude über Jahre hinaus instand zu halten. Das kostet Zeit, Geld und oft genug auch Nerven. Bei einer Villa oder gar einem Schloss ist der Aufwand natürlich noch viel größer. Das Schloss Waltenburg ist Eigentum des Landkreises Zwickau und der hat in den vergangenen Jahren eine Menge am und im Schloss getan. Bei einem so großen Gebäude und dem umfangreichen Inventar ist das schon eine Herausforderung. Auf Schloss Waldenburg erstrahlen seit dieser Woche 5 wertvolle Kronleuchter aus der Zeit des frühen 20. Jahrhunderts. In den vergangenen Jahren waren wir immer wieder im Schloss und konnten den Fortschritt verfolgen. Aktuell finden im Gelben Saal Restaurationsarbeiten statt. Den Restaurator trafen wir nicht zum ersten Mal im Schloss. Also mein Name ist Thomas Heinicke, ich bin Restaurator und bin gerade dabei, Teilbereiche im sogenannten Gelben Saal im Schloss Waldenburg zu restaurieren. Der Saal ist im Stile der Übergangszeit von Barock zu Rokoko gehalten. Die Originalzeit stammt aus der Zeit Ludwig des 14., ungefähr um 1710-20. Und die Übergangszeit zwischen Ludwig dem 14. und Ludwig dem 15. wird als Regentstil bezeichnet. Und den hätten wir jetzt hier als 4. Nachahmung dann vor uns. Also der Adel konnte sich ja nie so richtig von dem Stil des Rokoko trennen, sodass es dann ab 1835 dann nochmal eine zweite Auflage gab im Spätbiedermeier. Ende des 19. Jahrhunderts, 1870 ungefähr, dann im Stil des dritten Rokoko und dann um 1900 dann nochmal eine Übernahme dieses Stils als 4. Rokoko bezeichnet. Ja, man sieht ja eigentlich ganz gut, dass es kein erstes Rokoko sein kann, weil viele Stilelemente vorhanden sind, die zum Historismus zählen. Also im Empire-Stil zum Beispiel haben wir verschiedene Einzelelemente, Rosetten, dann Festons, die eigentlich erst in die Zeit kurz vor 1800 gehören. Und dann eben nochmals stilistisch mit in diese Rokoko-Form eingeflochten sind. Ja, ansonsten ist in der Zeit ab 1912 bis heute an der Oberfläche nichts passiert. Es gibt verschiedene Überarbeitungen, was den Farbfond, das Gelb betrifft, der aber nach unseren Untersuchungen zeigt, dass die Farbe eine etwas hellere, intensivere Gelb Tonfarbigkeit gewesen ist, also die muss dann nach Befund wieder überarbeitet werden. Und die Versilberung wird dann nur in den Bereichen aufgebracht, wo das Silber eben komplett durchgerieben ist oder oxidiert wurde. Dann wird eine Neuversilberung in Matt und Hochglanz aufgetragen und dann entsprechend den besten Erhaltungszuständen des erhaltenen Silbers dann patiniert. Also dass die Neuversilberung dann nicht entsprechend rausfallen, sondern eben eine gesamte harmonische Oberfläche entstehen soll, die dann im Nachhinein also kein Eingreifen in die Oberfläche zeigen soll. Also die Bereiche sind schon neu versilbert. Das ist jetzt das Silber angelegt. Sieht noch ein bisschen wild aus, aber das verschwindet dann durch die Politur mit einem Arat. Gibt es dann eine massiv glänzende Oberfläche. Also die gleiche Behandlung lässt sich mit Gold vollziehen. Das Polyment Vergoldung, hier ist es eben halt eine Versilberung. Und darauf kommt dann ein Schutzlack, der etwas golden eingefärbt wurde, um eben dann so einen leichten Goldschimmer zu erzeugen und zusätzlich als Korrosionsschutz dient. Es gibt ja verschiedene Bereiche, die damals vergessen worden sind, zu lackieren, mit einem Schutzlack zu versehen und die sind dann eben streifenweise schwarz korrodiert. Ja, das ist immer schwierig, dann in farblosen Lack aufzutragen, ohne dann genau zu wissen, jetzt, welche Bereiche schon behandelt sind und welche nicht. Und das zeigt sich dann eben erst Jahrzehnte später mit einer Korrosionsschicht. Wie sieht der Plan für dieses Jahr aus? Also dieses Jahr ist erstmal geplant, nur diesen Grobbogen als Probestück anzulegen, um einfach zu zeigen. Also hier sieht man ganz gut, die linke Seite ist noch relativ unberührt, bis auf die Voluten und da kann das Blatt enden. Und die rechte Seite ist schon mal versilbert und zum Teil patiniert. Zum Teil ist gerade eine Versilberung aufgetragen worden,
die dann in einer Stunde mit einem Arad poliert wird, die dann richtig hochglänzend als Oberfläche steht und dann im Nachhinein dann nochmal etwas optisch zurückgedrängt und patiniert wird. Thomas Heinicke hat einen kurzen Arbeitsweg. Ich komme aus der Nähe, aus Wiggersdorf. Das sind 3 Kilometer Richtung Altenburg. Wir haben da eine eigene Werkstatt und wir arbeiten eigentlich schon seit 10 Jahren hier an verschiedenen Bereichen. Also habe ich zum Beispiel die große Prunkbankdüle restauriert vor 4 Jahren. Also die größte Bankdüle ihrer Art, die bisher bekannt ist. Also selbst in Versailles oder im Louvre steht nicht größer. Also eine etwas kleinere Variante steht im Mathematischen Salon in Dresden. Also aber eine Größe von 1,30 Meter war bisher nirgendwo zu finden. Und von dem berühmten Bronzé Thomier, der fast ausschließlich für Napoleon Bonaparte gearbeitet hat. Also ist auch davon auszugehen, dass diese Uhr ursprünglich mal in einem der Schlösser von Napoleon gestanden hat. Weil es ist ja bekannt, dass die höheren Herrschaften die größten Dinge für sich beansprucht haben. Also es wird ja kaum irgendein niederer Adel sich hat diese Uhr leisten können, also mit einer ganz aufwendigen Feuervergoldung, ungefähr aus der Zeit um 1810. Eine sogenannte Cercle Tournant, also mit digitaler Anzeige. In dem Kosmos oben wurde eine Rundanzeige eingearbeitet, also wo dann in Putto entsprechend die Uhrzeit anzeigt. Thomas Heinicke geht auf in seinem Beruf, das kann man spüren. Ist Schloss Waltenburg ein Arbeitsplatz auf Lebenszeit? Auf Lebenszeit nicht. Also dieses Jahr ist erstmal, es war dann zwischendrin mal ein bisschen Ruhe. Dann dieses Jahr ist erstmal dieses Projekt mit diesem Vorführungsbereich, um einfach mal zu sehen, wie weit geht man bei Restaurierung, um dann eben denkmalpflegerisch abzuwägen, dass der ganze Raum dann entsprechend in dieser Form, wie hier praktiziert, gestaltet wird. Restauriert wird. Also es soll dann nächstes Jahr weitergehen, wenn das so wird wie geplant und dann in Jahreszyklen, dann Wand für Wand, dann ganz zum Schluss die Decke. Ja, dann geht es ja auch in andere Gewerke, was die Spiegel betrifft, was die Tapisserien betrifft. Hier haben wir noch Überarbeitung aus den 70er Jahren. Und es befinden sich da eben noch die originalen Bereiche unten drunter, die dann vermutlich in den nächsten Jahren dann nachgewebt werden. Und das ist aber ein Glücksumstand, weil die gesamte Belegschaft in der Krankenhauszeit sehr behutsam im Schloss umgegangen ist. Also das kann man nicht genügend schätzen, weil es gibt keine Schäden, keine Umarbeitungen, keine Dinge, die verlustig gegangen sind. Alle Konsoltische sind noch da, die Kronleuchter sind alle noch vorhanden. Also es gibt keinerlei Schäden, obwohl hier nun Tische standen in allen möglichen Räumen, die eben für die Beköstigung des Personals und auch der Patienten dienen. Thomas Heinicke hält auch interessante Vorträge. Es gibt am 10. September einen Vortrag von mir hier im Haus über die Unterschiede zwischen Kopieren, Rekonstruieren und Restaurieren und Fälschung. Also es gibt ja immer wieder in verschiedenen Jahrzehnten Abständen Fälscher, letzte Beispiel Beltraghi. Und wird anhand von Beispielen aus der Malerei, Plastik und dem Kunsthandwerk aufgezeigt.